Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Astroblog. Ihr erinnert euch, also falls ihr sie gesehen habt, erinnert ihr euch ja bestimmt an die letzte Folge, wo wir zur Erde geflogen sind. Ja, jetzt sind wir auf der Erde und kommen gefühlt nie mehr weg. Und ich habe was über diese tote Schriftrollen da gelernt. Dass man die als Teleporter nutzen kann. Aber was mache ich denn, wenn ich nicht mehr... Ich weiß auch, wie wir wieder zum Asteroiden kommen. Mit der Rakete. Wir haben ja zum Glück Jo Brackmann fühlt dabei. Und das Ding war ja auch noch halb voll. Deswegen ging das ja. Nein, das mit dann Ruhe. Mann, warum ist denn hier Laub? Vor allem Ding, ich kann hier nicht mehr losfliegen. Weil ich dann zu 100% sterbe und mich dann nicht hier wieder hin teleportieren muss. Ja, ich meine, im normalen Minecraft muss man die Welt auch zu Fuß erkunden. Sag mal, gibt es hier nur noch Städte? Also ich weiß halt nicht, ob da jetzt irgendwas Brauchbares drin ist, aber dieses Moos, das nehme ich gerne mit. Ja, es sind halt Städte, ne? Jetzt lustig findet man so ein Atomkraftwerk. Ich weiß aber nicht, ob es sowas gibt. Könnte durchaus sein. Kann aber auch nicht sein. Wir müssen mal hier oben auf der Minimap mal ein bisschen gucken. Was sind da? Da ist irgendwas. Das sind irgendwie so Kreise, aber was könnte das denn sein? Schafe. Brauchen wir die? Ich lasse mal am Leben. Schön ist so, wir brauchen keinen Sauerstoff mehr. Aber irgendwie ist das trotzdem... Naja. So nicht. Das ist jetzt hier zwar alles schön und gut, aber ich finde hier irgendwie nichts wirklich Brauchbares. Aber dazu muss man noch sagen, ab nach unten. Nein, Leute, wir werden garantiert Limestone. Das ist ein Limestone. Braucht das eh noch? Auch kein Limestone. Schön, also der Bohrer, der bohrt ja wirklich schnell, ne? Ich weiß halt nicht, auf welcher Höhe... Marble, cool. Ich weiß halt nicht, auf welcher Höhe wir müssen, um da jetzt was zu finden. Um da jetzt irgendwelche Erze zu finden. Deswegen würde ich mal vorschlagen, Höhe 11. Ist nie falsch, vielleicht findet man ja sogar Diamanten. Granit. Was ist das? Titanium! Okay, wir haben hier Titanium gefunden. Boah, geilo! Vor allem Dings wird wieder verdoppelt. Oh, schön. Oh, das ist wirklich geil. Okay, Leute, das ist ein großer Fortschritt. Da wir hier Titanium gefunden haben, würde ich sagen, buddeln wir mal hier ein bisschen weiter. Und farmen jetzt ein bisschen Titanium. Sharp Saphir. Edel. Nimm mal mit. So, das hier sind nämlich die feinen Sachen der Erde. Das Innere der Erde. Ich meine, was da oben drauf ist, ja, die paar Städte und die paar Bäume, die interessiert auch niemand. Die Lithium. Die Lithium. Was sind die Lithium? Was kommt als nächstes? Finden wir jetzt ein Lithium-Vorkommen? Saphir. Brauchen wir Saphir für irgendetwas? Ich würde es mal mitnehmen, Leute. Mitnehmen. Ist gut. Kann man mal machen.
Diese Kristalle, die braucht man doch für irgendetwas. Mal schauen, was gibt es noch so für ein Erz? Prima, dass die Hälfte von meinem Aufnahmefenster verdeckt wird. Ja gut, was heißt die Hälfte? Es ist nur so. Aber all die Blöcke, die hier sind, sehe ich nicht. Ja gut, egal. Oho, das Inventar ist auch fast wieder voll. Also wir wissen alle, warum ich eine Schalker-Kiste mitgenommen habe. Ne? Kohle. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben Biofuel, das reicht uns. Denn Bio ist gut und Kohle böse. So und so und so. Was ist mal hier? Ich sollte vielleicht auch mal auf den Boden gucken. Sind hier feine Sachen. Was? Inventar ist schon voll. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nie mal bei Roller. Wir haben Keramik, ist aber wichtig. Geht das durch mal rein, wobei das Ding würde ich vielleicht doch nicht reintun. Vermeiden wir ohne. Das können wir reintun. Eigentlich brauchen wir das Zeug ja auch nicht. Ich habe halt Angst, dass ich das dann irgendwo stehen lasse. Deswegen, da kommen hier die Blöcke rein, die man nicht brauchen. Ah, Kohle. Wir brauchen Kohle schon. Braucht ihr Kohle? Ich brauche keine Kohle. Aber wir haben schon mal 8 Dings. 8 Titanium-Ingots. Also Sachen. Oh ja, mal Gold. Ich habe mich noch nie über Golderz gefreut. Gold, Gold, Gold. Gold, Ohr, Gold, Ohr, Gold. Stand da gerade oben in der Ecke. Ja gut, hier die Goldausbeute ist eher mau, aber es ist besser als nichts, weil bei uns finden wir kein Gold. Muss man ein bisschen. Hä? Lapis Lazuli. Was sind das hier für eine Sülze? Keine Ahnung. Mal wieder raus. Warte, da bauen wir uns einfach etwas nach oben und dann passt es. So, müssen wir nur wissen, auf welcher Höhe man war. Nee, ein Stück höher. Weil hier unten scheint es mehr Erze zu geben. Wenn ich mir hier das mal so anschaue. Na gut. Wir wollen ja auch noch bei der Erde, also hier, eine Raumstation bauen. Das werden wir auch gleich mal machen. Saphir, ja, komm den mal mit. Weil was wir haben, das haben wir. Und was wir nicht haben, das brauchen wir dann am Ende. Leute, das ist ja das wichtige Leben. Das ist doch Clay. Da steckt das Wort Clay mit drin, also nehmen wir das mit. Leute. So. Verstehe nicht. Prima, ich habe auch meine Diaspitzhacke weggepackt. Was hängt denn da runter? Wachsen da Diamanten oder was? Wir was bekommen? Nö. Redstone brauchen wir nicht.
Wenn wir es mal zu Hause herstellen können, brauchen wir nicht hier suchen. Osmium, ja, das klingt gut. Kann man die nicht mit dem Bohrer abbauen? Ansonsten müsste ich meine Diaspitzhacke rausholen. Hab ich eher keinen Bock drauf. Nee, das muss ich nicht haben. Gut, was heißt, wir nehmen hier jetzt. Ich muss jetzt wirklich meine Diaspitzhacke rausholen, ernsthaft. Ne, andere Frage. Warum war ich so dumm und hab die überhaupt weggepackt? Das hier ist wohl. Vielleicht sollte ich mal den Bohrer wieder laden, damit er auch mal was vernünftig abbaut. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, so richtig dumm. Krumm. Jetzt kriegt man das so hin. Jetzt. Was ist denn das hier? Weißt du, ich dachte, es wäre irgendwie was Exotisches. Was ist denn das hier? Cool, braucht man nicht. Oder braucht man eine Fledermaus? Ich denke mal eher nein. Ist immer so gütig und lassen sie am Leben. Warum dampft's da? Ah, wir wissen doch alle, was da gerade los. Was ist denn das jetzt? Bitte? Das ist gerade blöd. Vielleicht kann man es ja kurz sehen. Kann mich nicht mehr bewegen. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Wisst ihr, was da passiert ist? Wenn ja, schreibt es mal kurz in die Kommentare. Ich weiß es aber. Ich habe es auch schon gesehen. Also in der Höhle nicht. Aber ihr seht hier Partikel rumfliegen. Und das bedeutet, hier ist irgendwo ein schwarzes Loch. Was ebenfalls bedeutet, das machen wir jetzt. Das ist nämlich. Ah, da unten ist es. Da unten, was passiert, wenn ich da einen Block jetzt irgendwo so ranpasse? Geht natürlich nicht, war ja klar. Eigentlich müssen wir jetzt reinspringen. Manu, das ist gerade richtig komisch. Wartet kurz, ich gehe mal ganz kurz in diesen Bildschirm. Weil da kann mir tatsächlich nichts passieren. Also es ist jetzt blöd. Und zwar, wenn wir jetzt sterben, ist halt da unsere Leiche. Ich weiß noch nicht, ob die dann eingesaugt wird. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre das Jetpack auszurüsten. Ja, mit dem Jetpack hätten wir sogar eine Chance. Das könnte man machen. Aber das ist jetzt natürlich blöd, würde ich sagen. Wir fliegen schon und es bringt nichts. Komm! Weil wir sind auch viel zu nah an dem Teil. Wir haben schon gleich 40 FE verballert.
Warte, wir können es vergessen. Ich kann mich ja gar nicht mehr null bewegen. Nimmer zum schwarzen Loch hin kann ich. Gut, aber so sieht in Wahrheit auch kein schwarzes Loch aus. Leute, ich komme nicht mehr weg. Was sind das jetzt? Warte, wir laden noch mal kurz das Spiel. Kann nämlich sein, dass das jetzt irgendwie so ein Bug ist. Hat das Spiel gerne mal. Das ist halt auch. Ich sag's mal so, das ist. Also diese Mod ist nichts für den einfachen Laptop. Was ja bei mir der Fall ist. Hab ja immer einen teuren. Also bis die auf dem teurer, aber ja, doch schon. Aber ich habe ja nicht mal wirklich einen Laptop, wo man sagen kann, der ist aber gut. Ich habe halt einfach nur einen normalen Laptop, der mich 500 Euro gekostet hat. Komm, ich gehe jetzt, wartet kurz. Ach du Heiliger. Okay, wie kommen wir wieder weg? Ich sterbe jetzt, okay. Die Frage ist jetzt, was passiert da mit meiner Leiche? Ich weiß das immer noch nicht. Wenn wir dann zu meinem Todespunkt zurückkehren, ist der ja immer noch das schwarze Loch. Wiederbeleben. Also das ist jetzt wirklich kompliziert. Und da landen wir wieder an dem Teil, ne? Ich komme hier nicht mehr weg. Das ist so blöd, ey. Ach Leute, das ist gerade irgendwie kacke. Nur mal so als Frage, liegt hier überhaupt irgendwo meine Leiche? Es könnte sein, dass die Leiche wegtille, also weg, ein bisschen weiter weg ist. Weil die sonst vom schwarze Loch eingesaugt werden würde. Aber ja. Das ist jetzt blöd. Ich würde sagen, also ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Weil, das ist halt ein schwarzes Loch. Da kannst du nichts gegen tun. Es könnte jetzt im schlimmsten Falle sogar sein, dass es heißt, okay, gut, dann let's go, neuer Versuch, alle Items neu herstellen. Also wir kommen zwar zu dem Todespunkt, aber es bringt uns nichts, weil wir werden dann von diesem schwarzen Loch eingesaugt. Ja, ist halt blöd. Können wir nichts dagegen machen, ich überlege mir Möglichkeiten auf dem Schulweg und auf der Hofpause. Und ich würde jetzt auch erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. So, ich habe jetzt noch 5 Minuten. Ja gut. 7 Minuten Zeit. Und dann muss ich in die Schule, weil ich habe jetzt 2 Videos vor vor der Schule jetzt aufgenommen. Ah. Okay, das nur am Rande. Ich werde mir was einfallen lassen. Aber das ist halt jetzt wirklich blöd, weil das ist ein schwarzes Loch. Und was ich von einem schwarzen Loch weiß, die fressen halt alles auf und du kommst dann nicht weg, weil die haben eine Anziehungskraft, da musst du dich schneller als Licht bewegen. So ist es in Wirklichkeit halt. Einzigste Chance, die wir haben,
wäre ein stärkeres Jetpack zu bauen, aber ich muss mir da was einfallen lassen. Vielleicht geht's ja, wenn wir uns hin teleportieren, dann ganz schnell oder während wir teleportiert werden, das Jetpack anmachen, sodass quasi, wenn die Welt geladen wird, wir schon weggeflogen sind, bevor das schwarze Loch überhaupt geladen ist. Versteht ihr? Das werde ich mal ausprobieren. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.